Der Sparefroh von Erste Bank und Sparkasse präsentiert dir Radinos bare Münze. Radinos bare Münze. Alles, was du rund um Geld und Sparen wissen solltest. Jetzt auf mein Kinderradio. Schau, Konrad, da ist wieder eine E-Mail gekommen. Lies doch einmal vor, bitte. Lieber Sparefroh, ich habe eine Frage an dich. Im Supermarkt an der Kasse habe ich gesehen, dass viele Leute gar nicht mit richtigem Geld bezahlen. Kannst du mir das erklären? Liebe Grüße, Sophie. Das hat Sophie aber gut beobachtet. Mit Bargeld zu bezahlen ist eine Möglichkeit, aber es gibt auch noch einige andere. Mit Gutscheinen? Ja, Gutscheine, die sind meistens schon vorher bezahlt worden und somit fast so wie Bargeld. Aber denk doch an das Kasterl, das bei jeder Kasse steht, wo man etwas eintippt. Genau! Das ist für Bankomate oder Kreditkarten. Die steckt man da in einen Schlitz hinein und schon ist alles bezahlt. Das Geld wird dann vom Konto abgebucht. Aber meistens ist es gar nicht mehr notwendig, die Karte in das Kasterl zu stecken. Es reicht, wenn man sie dran hält. Und damit es noch einfacher wird, gibt es jetzt auch schon ganz kleine Karten, die man in ein Armband stecken kann und dann einfach mit der Hand zum Kasterl fährt. Oder welche zum Aufkleben. Da braucht man ja das Geld da schon gar nicht mehr aufzumachen. Ja, und ich brauche es in der großen Handtasche gar nicht mehr zu suchen. Mein Handy finde ich immer schnell und da habe ich meine Bankcard mobil drauf. Radinos bare Münze. Radinos bare Münze. Wird dir präsentiert von Erste Bank und Sparkasse. Und sparefroh. Mein Kinderradio. Endlich ein Radio nur für uns.